So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, jetzt ist natürlich schön, dass ich diese Plankstation angebaut habe. Das nächste, was nicht so schön ist, jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Was nochmal nicht so schön ist, auf dieser Insel gibt es hier so gut wie gar keine Steine. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz was jagen, damit wir ein bisschen versorgt sind. Und dann können wir mal gucken, dass wir dann, weiterziehen, um Steine zu finden. Das wäre natürlich optimal, wenn wir von diesen Tieren zwei Stück finden würden. Was auch nicht so schön ist, dass sich hier gleich bei uns in der Nähe von unserer Base sich gleich ein Seeigel breit gemacht hat. Das ist natürlich echt shit. Das gefällt mir gar nicht. Gerade hier auf meinem Steg. Ich wollte hier ja eigentlich mein... Da ist er. Da im Wasser mein Haus bauen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann würde ich das hier vorne machen. Dann baue ich hier noch mein Fundament weiter aus, dann baue ich ein kleines Häuslein hin. Aber ich versuche, den Steg weiterzumachen. Bis zum tiefen Wasser, wenn es geht. So, pass auf. Nee, Kollegen, das Problem wird auch sein, wir haben bald auch kein Messer mehr. Das ist nämlich auch bald Schrott. Mhm. Nur Probleme haben wir hier gerade am Start, ne? So. Ich glaube, das ist der beste Fang des Tages, hier so ein Mega Barsch. Oh, wir haben davon noch was drin. Das ist, wir haben noch mehr davon. Und unser Trinken ist auch bald fertig. Ja, das ist klasse. Gib her. Mich hungert's. So, den anderen schmelzen wir jetzt mal zu. Haben wir. Ist leer, ne? Oh. Ihr seht, diese Insel ist so gut wie kahl. Woran das wohl liegen mag, ne? Ich habe mich jetzt ziemlich ausgetobt auf dieser Insel. Tja. Das Ende vom Lied ist, du kriegst halt nichts mehr. Dann hatte die Insel auch nichts mehr zu bieten. Boah, komm schon. Da. Oh, bitte. Tatsächlich habe ich noch einmal Clothes gefunden. Also Stoff. Als Treibgut. Wie lange habe ich kein Treibgut mehr gefunden? Ey, das ist cool. Hier gibt es jede Menge Dingens, ne? Das herzustellen. Brauche ich mir wahrscheinlich das eine oder andere auch. Wie viel haben wir denn im Allgemeinen noch davon da? Ach Mann, ich verdrück mich doch andauernd. Ach doch, so viel. Okay, das ist natürlich nicht ganz so viel. Hm. Echt nicht? Geht nicht kaputt? Mist. Gut, dann lassen wir hier nochmal mindestens einmal Seil herstellen. Oder zweimal bräuchten wir. Egal. Einmal Seil. Wenn wir irgendwo hinfahren gleich, dann können wir das irgendwo auch so finden. Wir haben so Durst. Ich hätte mir bloß nur vorgestellt, dass wir ein bisschen mehr Brennholz hier kriegen irgendwie. Aber dem war wohl nicht so. Ja, damit müssen wir wohl erstmal leben, was wir jetzt haben. Weil was klein hacken können wir ja nicht. Und hoffentlich reicht das, um das einmal zu räuchern. Bist du doof? Mach das ran jetzt. So. Das ist mein Stock. Klasse. In. Und jetzt kommt die Gas. Wie mein Mikrofon hier einfach wackelt, ne? Irre. So, weil ich so am. Hä? Nein. Okay, nee, hätte ich herstellen können. Warum? Achso, durch die. Ist nicht schlecht. Aber eigentlich habe ich nicht vor, mich vom Hai fressen zu lassen. Wer hat das schon, ne? Fängt das nämlich jetzt mal mit. Können wir gerade intensiv gut gebrauchen. Das lasse ich nicht hier. Das nehme ich mit. An Bord.
Ja. Da können wir es hinpacken. Natürlich haben wir es in der Hand. Das sehe ich auch nicht, ne? Keine Chance, dass ich das sehe. So. Nochmal schnell dinieren und trinken und dann geht's weiter im Text. Weiter auf große Fahrt. Haben wir hier noch mehr von den Dingern rumliegen, damit wir zumindest einen kleinen Schluck da haben, wenn wir das nächste Mal wieder hier auftauchen? Das ist doch schon mal super. Ja, kannst du gerne bei den legen, genau. Na komm, trau dich, sei nicht schüchtern. Okay. Wasser geht. Das war jetzt nicht unbedingt atemberaubend, aber... Dass ich noch einen Schluck Wasser drin hätte, das wäre total geil. Dann könnte ich nochmal... Echt nochmal einen Tropfen nehmen. Bevor wir hier Land gewinnen. Benutzt man das? Hier weit und breit nichts, ne? Was ist das denn, ey? Hab ich da... Moment mal, warte mal. Gibt es da, dass ich den... Das ist jetzt nicht das geilste Nee, das ist nichts. Das ist nicht das geilste Fernglas der Welt, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich... Da kann ich mit der Handykamera besser ranzoomen. Aber ich nehme an, dass wir jetzt keine Handykamera da haben, ne? Kann man diese scheiß Siegel nicht wegmachen, ne? Schade. Eine Gefahr für Leib und Leben. Nice. So. Irre. Es gibt kein Video, was ich hier nicht zu Hause machen kann, wo ein Krankenwagen bei uns längst fährt. Auf, auf! Fremde Gewässer. Wo ist mein anderes Segel da? Jetzt hat er es. Dankeschön. Oh, das ist toll. So. Wir fahren einfach mal drauf los. Wir wissen nicht, wohin. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Wir brauchen also genügend Steine. Minimal 3 oder 4, damit wir auf jeden Fall mein Messer heil machen können. Ja, Entschuldigung. Und... dann sofort. Aber hier ist echt nichts, ne? Das ist, wir fahren hier einfach aufs Nichts zu. Optimalerweise finden wir noch Planken. Damit wir nochmal ein Regal bauen können. 2 Stück brauchen wir noch.
Halten wir uns mal ein bisschen nach links. Hier taucht kein Land auf, ne? Unsere Insel verschwindet. Doch, nee, doch nicht. Da ist schon wieder Ende. Aha. Deswegen taucht hier kein Land auf, weil hier Spielende ist. Ich glaube zumindest, dass es Ende sein soll, ne? Wir haben mal gut Rückenwind gerade. Da taucht Land auf. Genau vor uns. Naja, was heißt genau vor uns? Aber es taucht schon mal Land auf vor uns. Wird es schon wieder abends? Wie ist das möglich? Wir sind doch gerade erst aufgestanden. Und wir sind nachts schlafen gegangen. Aber wir waren ja müde, ne? Das kommt ja noch hinzu. Aber das ist noch unsere Insel, ne? Ja, genau. Wir sind hier noch so einen komischen Bogen geschwommen, ne? Gar nicht machen müssen. Ich habe irgendwelche albtraumhaftige Geschichten vom Megalodon gehört und Riesen-Oktopus. Ich meine, gut, jetzt haben wir auch einen Wal gesehen. Da müssen wir sowieso gucken, dass wir so eine Speerpistole mal machen oder ja, sowas, eine Speerschleuder, damit wir einfach die Möglichkeit haben, auch mal den Hai zu schießen. Es kann nicht sein, dass das jetzt wieder nachts wird, ey. Meine Fresse. Jetzt tauchen auf einmal überall Inseln auf. Das ist unsere. Dabei habe ich das Gefühl, wir sind schon ein halbes Jahr geschwommen. Aber es liegt daran, weil wir echt merkwürdig geschwommen sind. Da taucht eine Insel auf. Da taucht eine Insel auf hinter unserer Insel. Und hier vorne schwimmen wir auf eine zu. Bye bye, gute Heimat. Na. Ja, die ist aber auch sehr felsig, wa? Also hier waren wir definitiv noch nicht. Oh. Hier rechts kann ich nichts erwarten, da ist nichts. Da ist nur das Ende der Welt. Aber es heißt ja, hier sind dann jede Menge Ressourcen alles. Wir müssen nur noch dahin schwimmen, da sind wir bei uns auf der Insel. Ach nee, das ist so schade, das ist noch nicht so felsig und steinig, wie ich dachte. Ach, schade. So, hier ist gleich ein Wrack. Oh, hier ist auch gleich Insel zu Ende. Warte mal. Meer zu Ende, meine ich. Weiß ich nicht, ob wir hier schon mal gewesen sind. Unsere Insel ist auf einmal auf jetzt. Ja. Unsere Insel ist auf einmal entdeckt. Also unsere Insel. Unsere Insel ist auf einmal jetzt weg.
Wir brauchen ja auch erstmal Steine nur hier. Und Planken. Und. Na dann. Hey! Wie geil, sofort einen Stein gefunden. Okay. Das lässt mich hoffen. Hä, eben gerade lag hier noch ein Stein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal gewesen sind. Kann man da jetzt die Möglichkeit... Achso, wir wollten ja nur ein Dings bauen, genau. Und dann brauchen wir unser Fernglas ja auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nur aufpassen, dass wir nicht auf Seesternchen auftreten. Ich weiß ja. Voll. Mist. Ist ja echt kacke. Auch voll. Mist, Mann. Wir brauchen unbedingt diese Plankendingens. Ja, dann brauchen wir jetzt erstmal einen Stock um 9. Oh je. Gehen wir los. Na komm, nimm mit. So, ich hab doch Platz. Genau. So, jetzt nehmen wir es einmal Leder und können daraus gleich eine fette Axt bauen. Genau. Ach, komm schon. So. Geht doch, jetzt geht's wieder. Mein Messer ist 9% noch. Warte mal, dann lege ich das mal ganz kurz weg, weil dann brauchen wir es eh nicht mehr. Dann stirbt das ein bisschen eh gleich aus. Warte mal, das Fängglas können wir jetzt auch wegpacken. Das ist ja schon mal sehr klasse. Ja, oh. Ah. Oh, wo sind die? Achso. Das lassen wir mal hier hinfallen. Gut. Lass uns mal umschauen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal gewesen sind. Ich muss ein neues Messer herstellen. Wie gesagt, Planken. Wenn wir hier noch nicht gewesen sind, Planken. Wir müssen Planken kriegen. Hier sind Aloe Veras. Aber hier ist ein Lagerfeuer. Also waren wir schon mal hier. Aber nur ein Lagerfeuer. Es gibt genügend Steine. Was ist das für ein Loch hier? Naja, nicht einfach reintreten, ne? So ein Loch, da weiß man ganz genau, hey, das ist nicht umsonst da. Da lauern Gefahren auf uns. Böp, ne? Ich habe mir immer noch keine Hacke gemacht und kein Pfeil und Bogen. Warum eigentlich nicht? Aber ich habe auch nicht genügend Schweine gesehen. Ich habe echt viel zu wenig von dem ganzen Scheiß hier.
Ich wollte eigentlich warten, bis es tags ist, damit wir mal diese Insel besser auskundschaften können, beziehungsweise auch die Wracks mal ein bisschen mehr auskundschaften können. Hier sind auf jeden Fall mehrere Inseln. Nee, Wracks. Und Inseln. Hallo, Fass. Da ist noch ein Fass. Oh, die Wracks sind aber ein bisschen weiter weg, ne? Warum habe ich hier nur ein Lagerfeuer gemacht und bin dann abgehauen? Auf jeden Fall nehmen wir gleich ein paar Holzstämme mit, die wir in die Kisten verstauen, um daraus Planken in unserer eigenen Base zu machen. Hä? Ich habe gerade gehört, das rasselt, aber war wohl nichts. Ach, es kommt von den Dingens hier, ne? Von den jungen Palmen. Hier ist Pipi, nehmen wir mit, sofort. Auf gar keinen Fall liegen lassen. Vergammelt das denn Pipi irgendwann mal? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht. Sollte ich auch Rocks mitnehmen? Weil wegen was? Ist das da hinten auch ein Wrack, was da hinten so aufschäumt? Oder täuscht das nur? Das ist alles frackig. Fragwürdig. So. Eigentlich genauso wie jede andere Scheißinsel auch, ne? Nichts Atemberaubendes. Nimm mir die Insel aus einfach. Das Einzige, was wir da haben, wir Dings. Und ich stand gerade von Loch hier vor und sagte, sei vorsichtig, nicht reinspringen. Und daneben ist doch gleich so ein Kackding. Ja, nehmen wir die Insel aus. Machen wir so viele Seile, wie wir können. Damit wir vielleicht auch endlich mal unser... Was brauche ich nochmal, um Vogeldings zu bauen? Vogelfalle. Brauche Steine und hier auch zwei Steine. Ja, das, wenn wir jetzt nichts machen würden, dann hätten wir echt ein Problem. Dann wäre es echt dumm. Aber wir stellen ihn natürlich auf unsere Insel aus, nicht auf irgendwelche anderen. Mehr haben wir nicht. So viel, dass wir zwei Stück herstellen könnten. Pass auf, wir müssen einmal ganz kurz zu unserem Floß, um dann einfach mal den Kram erstmal loszuwerden aus unserer Hand. Vielleicht haben wir noch Glück und hier ist nochmal Pipi irgendwo. Auf jeden Fall sind hier sehr viele Steine. Und die verarbeiten wir jetzt komplett. Wir machen da jetzt unsere Vogelfallen, unsere Fischfallen machen wir draußen. Die. Wir haben bloß keinen Platz mehr hier, ne, in den Kisten. Scheiße. Was für diese. Oh, ist das ärgerlich, Leute. Was können wir hier rausschmeißen? Den Hammer haben wir schon. Und da tun wir von unserem Rucksack tun wir da Pipi rein. Genau, und den Hammer hier schmeißen wir
auf gar keinen Fall mal Fleisch wegschmeißen. Den haben wir hier, schmeißen wir mal. Achso, er überlegt sich übereinander. Das ist ja natürlich auch sehr interessant gewesen jetzt gerade, ne? Ich brauche diesen Motor hier gerade nicht und lege einfach mal meine. Doof. Nein. Ach, hör doch mal bitte auf. So, rüste ich mir dann Speer aus. Nein. So. Jetzt reicht's bald. Doch, natürlich, hier. Ach, habe ich den Motor gar nicht rausgeholt? So. So. Weißt du was, das Fleisch esse ich einfach mal jetzt. So. Das haben wir noch alles da. Wunderbar. So, dann lass uns mal weitermachen. Nochmal Pipi. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst. Wo sind Schlangen? Ihr dürft nicht alle beißen. Aber nur einmal. Wie viel Dings habe ich jetzt? Wie viele Seile? 3, ne? Dann kann ich mir endlich gleich was bauen. Was wäre denn da logischer? Ich frage mich, wann das hier mal tags wird langsam, ne? Damit wir mal hier spieltechnisch mal weiterkommen. Und mal die Wracks uns angucken können. Hat er gerade irgendwie lustvoll gestöhnt? Also sie jetzt hier? Das hat so komisch angehört, ey. Bisschen Angst gekriegt. Vielleicht haben wir einen Spanner hier auf der Insel. Wo seid ihr? 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 Da. Da. Ja. Okay, es reicht tatsächlich nicht, um uns mal wirklich 2 Traps zu bauen. Aber zumindest für eine Trap. Wahrscheinlich, wenn wir Glück haben. Es fehlt uns noch ein. Irgendwas. So eine junge Palme. Einmal noch. Und dann könnten wir, glaube ich, uns eine Trap, Fish Trap oder Bird Trap mal bauen. Ich weiß, ich tendiere gerade zu Bird Trap einfach. Die Sache ist, wo die landen, ja. Dann würden wir zu unserer Insel und bauen wir das Ding auf und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das wird so Spaß machen. Okay, Entschuldigung. Oh, da. Wow, ich brauche noch mal einmal. Hä? Nee, okay. Ja, geil. War da gerade nochmal Pipi? Ne, ich dachte schon, das wäre der absolute Oberhammer jetzt hier, ne? So. Jetzt können wir uns nochmal herstellen. Brauchen wir, glaube ich, 6-mal Knüppel. Oh, wir hätten gar nicht so viel gebraucht. 2-mal Knüppel. Für Fishtrap brauchen wir 6-mal Knüppel. Wir machen Bird Trap. Fische kann ich eventuell auch selber jagen. Oh ja, schmeiß ruhig die Axt weg, kein Problem soweit. Hat noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder zu craften. Also, brauchen wir jetzt 2-mal Knüppel und 2-mal Stones. Dann hätten wir das. Und 3-mal. Warte mal, was war das jetzt? 3-mal Seil. Okay. Ich hatte eigentlich vorgehabt, auf dieser Insel zu bleiben, bis wir die Wracks. Moment, da ist doch ein Stein. War das kein Stein? Doch, nimm mit.
dass wir die Wracks uns einmal anschauen konnten. Hatte ja nicht ahnen können, dass das jetzt hier... Ach, so läuft das. Oh, wie doof. Na gut. Vielleicht sammeln wir einfach noch mehr Steine. Wie viel bräuchten wir jetzt, einen Fishtrap noch zu bauen? Auch zwei. Also bräuchten wir noch einmal Stein und dann sechsmal Knüppel. Und dann hätten wir das. Hoffentlich können wir da nochmal... Einmal Stein, dachte ich, ne? Genau. Wie viel haben wir? Ja. Sechsmal, also insgesamt müssen wir dann achtmal Knüppel bei uns tragen. Und vielleicht noch einmal Ding zusammenkriegen halt, ne? Ja, es ist natürlich kacke jetzt einfach. Ja, mhm. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal genügend Knüppel. Naja, weiß nicht. Oder wir müssen nochmal herkommen. Und bauen uns da die... Aber, dann machen wir beide Traps. Einmal brauchen wir noch. Ah, guck mal, jetzt wird es auch Tag, ne? Ja, einmal brauchen wir noch. Oh, ne, warte mal, das machen wir zu Hause. Wir brauchen noch einmal Knüppeln. Ein Knüppel brauchen wir noch. Wo ist Knüppel? Da. Okay, der ist voll. Guti, dann hätten wir das. Dann fahren wir jetzt wieder zurück zur Heimat, bauen da die Fallen auf. Und dann können wir gleich nochmal wieder vielleicht in der nächsten Folge nochmal hierher kommen, um dann einfach... die Wracks untersuchen. Jetzt liegt es jetzt daran, dass ich Schlagseite habe, nur weil ich Schlagseite habe. Oh, guck mal, wir sind auf dem Land. Kann ich gerade nicht wegpacken. Wo habe ich mein Pipi hingelegt? Mann. Habe ich da mein Pipi reingelegt? Ich glaube nicht, dass ich da mein Pipi jetzt reingelegt habe. Doch, habe ich tatsächlich. Wer das erwartet, hätte ich jetzt selber nicht so gedacht. Nein, Tomji, so geht das einfach nicht. Aha. Doch, so geht das schon. Gut. Dahin. Wo ist unsere Heimat? Die ist dahinter verschwunden. Kriegen wir jetzt rumgelenkt? Das wäre natürlich mega cool. Ja, find water, find water, find water. Da längs. Wir entfernen uns von unserer Insel. Wir wollen aber zu unserer Insel zurück. Boah, guck mal, wie viele Inselenden sind. Die sieht groß aus. Aber es kann sein, dass man nur die Schiffswracks drumherum auch nur sieht oder so. Gib mir ein Segel. Sieht, glaube ich, auch nur so aus, als wenn die so gigantisch groß ist. Wir müssen viel mehr absegeln. Das Problem ist, wir kommen dann immer zu alten Inseln. Wobei hier waren wir ja noch nicht wirklich. Da haben wir noch nicht wirklich untersucht. Das sah ich nur daran, dass ich nur ein Lagerfeuer aufgestellt habe. Ja.
Freunde. Ich glaube auch, meine Bird Trap, die tue ich auch bei uns im Lager hin. Ich denke mal so, Küstennähe, dass da die Möwen andauernd irgendwie hängen bleiben drin oder so. Hoffentlich muss ich nicht immer was Neues, irgendwas Neues craften, damit ich immer die neu aktivieren kann oder so. Das wäre doof. Dass ich jetzt Schlagseite habe, das stört mich halt komplett. Ne? Das liegt bestimmt daran, weil ich da eine Planke mehr habe als hier. Kann man nichts machen. Da kamen wir gerade her. Da ist nur sehr viel Fragsetten auf dieser Insel. Das, was sie so groß wirken lässt. Aber es muss doch einfach noch mehr geben. Die sieht aber richtig groß aus, die Insel. Na egal. Schade, dass ich es eigentlich abbauen kann da vorne. Ehrlich, das ärgert mich so ein bisschen jetzt. Aber ist halt so. Man kann ja nicht alles haben, ne? Oder? Diese Kack-Seeigel-Dingern, Alter, ehrlich. Überall ist dieses Pack schon da, ey. Nun mach. Natürlich geht mir da, wo wir in der Nähe sind, ne? Damit sich die Seeigel richtig wohlfühlen, ne? Hier einmal und jetzt einmal hier vorne auch, Alter. Das ist doch nicht normal. Habe ich auf jeden Fall gerade gesehen. Hier. Irgendwo hier zwischendrin. Also schön aufpassen. Aber wir angeln sowieso vom Steg aus. Am besten möchte ich da nochmal eine Treppe vorhaben oder so. So, da wären wir wieder. Könnten was trinken schnell. Sehr schön. So, dann lass mal überlegen. Wir bauen jetzt eine Vogelfalle. Die stellen wir genau. Das wäre natürlich Quatsch, wenn wir die genau hier hinstellen würden. Bei uns. Noch mehr Seeigel, Alter. Kann nicht sein. Ich kann die hier gar nicht aufstellen. Was soll das? Warum kann ich die nicht hier aufstellen? Hä? Was soll das? Das finde ich ein bisschen albern gerade. Warum ist es so? Weil größer machen, oder? Nee. Mhm. Ach so. Warum denn? Was ist denn hier anders jetzt? Ich kann... Na gut. Aber hier kann ich die... Guck mal, hier kann ich die auch aufstellen. Aber warum kann ich die denn hier nicht... Und hier vorne? Ich hätte ja so möglichst gerne da im Wasser, wo die Vögel sich auch immer rumtreiben. Da macht er das nicht. Da muckt er das nicht. Das ist ja Fufu. Na gut, dann machen wir... Auf jeden Fall wollen wir die in Sicht haben, ne? Ach, schade, ne? Warte, geht das vielleicht hier noch? Warte, hier noch? Na, komm, hau die hin. Was, musst du hier noch was reinfüllen oder so? Nee, ne?
Vielleicht fangen wir auch Fledermäuse. Oh. Hä? Hatten wir noch so... Ach so, klar. Ich muss, wollte ja hier nochmal eben schnell Seile machen. Genau. Reicht das schon vielleicht? Nö. Jetzt vielleicht? Jo. Und jetzt Fish Trap. Und die, meine guten Freunde, die versenken wir. Ein bisschen tiefer, deeper, deeper. Kann man die noch sehen denn? Hauptsache, die kann man noch sehen. Vielleicht hier direkt. Nee, warte mal. Das ist ein Problem. Weil es könnte was werden, ne? Noch ein bisschen deeper vielleicht. Aber wir müssen auch wissen, wo die ist. Das ist das Problem, ne? Wir dürfen jetzt nicht. Ich will von dir aus angeln, das ist mild, wenn wir da eine Fish Trap hinbauen. Warte mal. Aber sollte schon irgendwo hier sein. Hm. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Oh, schön, ein kleiner Blauhai. Den würde ich... Wieso kann ich den nicht jagen? Ich würde die gerne jagen. Ich dachte, man kann alles jagen, was man hier sieht. Weißt du was? Komm. Wir machen doch hier irgendwo. Bisschen mittiger den Vogel. So. Was stand er gerade mit Holt E und so? Huch, was habe ich gemacht? Ja, aber so kommt ja kein Fisch rein. Genau, so ist die Fischfalle richtig aufgestellt. Genau. Upsi. Bin ich mal gespannt, inwiefern das erfolgreich sein wird hier alles, ne? Ich bin gespannt. So, pass auf, wir brauchen Planken, damit wir, die Folge geht bestimmt super lange gerade. Wir brauchen Planken, damit wir, machen können. Damit wir mein zweites Regal auf dem Schiff bauen können. Sehr gut. Nichts verschwenden hier. So, warte mal. Die können wir gleich zerhacken. Wo ist mein Dings? Da. Wie funktioniert jetzt die Station? Ah. Also habe ich jetzt zweimal Planken. Oh, ist das gut. Das ist geil. Das finde ich mega gut. Beste Erfindung der Welt. Oh ja, nun drop das doch dahin. Nicht trinken. Genau. So.
Ist mir schlagseitig, aber normalerweise wäre er dann zur anderen Seite. Doch. Weil er jetzt das Ungleichgewicht auf der Seite hat. Ah, das ist so kacke einfach. So. Möbel. Mit drehen. Das wird die offene Seite, ne? Das ist ja, glaube ich, scheißegal, oder? Ach, weißt du was? Tun wir hier genau nebenan. Komm, wo ist der denn jetzt? Hä? Da. Oh, komm, gib mir noch mal eine Chance, dass ich dich anständig sehen kann jetzt. Hier. Mach doch hier nicht so ein Rumgepimmel-Heckmeck draus jetzt. Macht er nicht. Er will den da. Pro Planke. Ein Regal. Hier ist ein Segel, deswegen will er es hier wahrscheinlich nicht machen. Gut, dann machst du es doch hier auf die Seite, komm. Bitte was? Komm, sieh zu, mach das hier jetzt, komm. Jawohl. Ich bin beeindruckt. So, pass auf, wo ist meine andere Kiste, die hier vorne ist? Genau. Beinahe wäre sie runtergefallen. Die lagern wir jetzt hier schön fleißig mit ein. Ja. Nehmen wir uns jetzt noch eine leere davon mit. Genau. Wunderbar. Regale sind einsortiert. Einmal kurz nach Fishtrap gucken. Jawohl. Da sind tatsächlich schon Fische drin. Vielleicht gehen ja noch mehr rein. Aber kurz nach Bird Trap gucken. Eine Kokosnuss, okay. Da ist nichts drin. Gut, meine lieben Leute, das war... Warte, war nichts drin? Nee. Das war's wieder für heute. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde!